Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, es geht endlich wieder los mit Unboxings. Die letzten paar Tage kam ja nichts, beziehungsweise nur das Infovideo wie die Auslosung für die Rematch WM. Ja, das war die Auslosung und jetzt geht's aber wieder los. Nämlich mit einer fetten Tinbox. Das ist eine Slam Attacks Tinbox. Beziehungsweise nicht Slam Attacks, das ist Wrestling. Wrestling-Tin, Rey Mysterio, da sind halt Chips drin, ne? Power-Chips, es gab ja auch mal solche Wrestling-Chips und das ist hier die Tin-Dose von Rey Mysterio. Ja. Ziemlich cool. Also nicht Slam Attack, sondern diese Wrestling-Chips. Ist noch ein geschweißt hier in so einer Folie. Meine Güte. Ich dachte, da würde es vielleicht am einfachsten gehen. Aber ich denke, hier an einer der Ecken kriegt man das. Kriegt man sicherlich auf, ja. Hui. Für die Tin-Sammlung natürlich was Feines. Anleitung. Interessiert uns eigentlich nicht so viel. Was ist denn das hier für eine Kugel? Wartet, hier ist irgendwie, da steht bei, es enthält 10 Powerchips, ein Ball, ein exklusiver limitierter Goldchip. Also ein Ball ist hier drin. Wahrscheinlich kann man damit. Das ist magnetisch, der Ball. Das hört man. Meine Güte. Also man hat am Ende diese Chips und lässt den Ball da irgendwie reinrollen. Ja, die Chips sind natürlich auch magnetisch, macht Sinn. Und naja, wahrscheinlich gibt es da so verschiedene Regeln, den packe ich mal wieder hier rein. Zack. Gucken wir uns erst die normalen Chips an und danach den coolen Chip. Die sind auch nochmal eingeschweißt, die Chips hier. Haben eine deutlich bessere Qualität als die Bundesliga-Chips von 10-11. Die es übrigens auch auf meinem Kanal gibt. Also, wenn euch Bundesliga und solche Chips interessieren, auch nochmal vorbeigucken. Oh, jetzt kann ich die Namen alle gar nicht. Steht der Name hinten drauf? John Cena. Okay, den Namen hätte ich, glaube ich, sogar noch hingekriegt. John Cena. Hier, das sind... D-Generation X. Jake the Snake Roberts. Finlay. Justin Roberts. Leila. Mark Henry und jetzt ist der Speicher voll. Das ist natürlich cool. Bis gleich. Dann machen wir mal weiter hier. Was ist das denn hier? Undertaker Hell's Gate. Jamie Noble. Chavo Guerrero. Boah. Und dann gibt es natürlich noch einen limitierten Tin, einen limitierten Chip. Wie komme ich auf Tin? Ha? John Cena. WrestleMania 23 Main Event Championship. Und Shawn Michaels Opponent. Aha. Wahrscheinlich haben die gegeneinander gekämpft hier, sein Gegner und... Ist aber nicht gerade geklebt hier. Man muss den Chip aber so ein bisschen drehen. Zack. Hihi. Aber trotzdem ziemlich cool. Also verarbeitet ist das Ding wirklich. Also es sieht heftig aus. Es glitzert auch so heftig. Ich denke, ich werde die Chips hier mal wieder reinpacken. Und werde das Ding dann so wahrscheinlich in meine Tinsammlung packen. Hier mit. Hupala. Mit diesen Chips hier drin, ne? So. Ah, Anleitung nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.